Hallo und willkommen zurück zu Crusader Kings 2. Wir haben hier einen Aufstand in Braes und der wurde ausgelöst von ihm hier, von Conaghan, von der bretonischen Revolte. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das hier auftaucht. Wahrscheinlich nicht mehr, denn die haben sich ja jetzt unabhängig erklärt. Bei Fraktionen. Ja, da taucht es nicht mehr auf, weil die nicht mehr, also offiziell jetzt nicht mehr zu uns gehören. Wir haben aber hier noch weiterhin Graf Eudon von Braes. Das ist unser Sohn. Der möchte hier gerne Braes übernehmen. Ja, er ist das einzige Mitglied. Oder? Nein, 838 Männer hat er. Aha. Dann möchte er hier, unser Sohn Graf Tudorlon von Braes, der möchte gerne unabhängig werden. Warum möchte der unabhängig werden? Weiß man nicht so genau. Graf Uel von Braes, der möchte gerne einen Anspruch erheben auf, worauf? Weiß man hier nicht. Ach, für Braes. Ach, auch für Braes. Okay, der hat noch viel mehr Männer. Oha. Okay, gehen wir nochmal auf Intrige. Er soll erstmal umgelegt werden, unser Sohn. Ach, unser Bruder ist. Ach ja, klar, natürlich. Unser Bruder. Das war ja mal unser Sohn, jetzt ist es unser Bruder. Da wird der in die Fett sein. Da müssten wir dann unseren Agentenführer hinschicken nach die Fett, um das Ganze nochmal zu erledigen. Für uns. Machen wir dann auch gleich mal, denke ich. Moment. Wieso sollte denn er in die F Ach, okay, das ist er und er. Okay, gut. Dann schicken wir da unseren Agentenführer, der Gerüchte, Korruption aufdecken, Adliger zum weiteren eurer Ver Ja, genau. Intrigieren in die Fett. So. Gefährliche Fraktion, das hatten wir ja gerade. Das liegt vor allem auch daran, dass wir noch jung sind. Also, junger Herrscher. Da müssen wir mal sehen, dass wir, naja, da einfach mal lange überleben. Bevor ich das vergesse, wir haben jetzt noch eine neue Version. Es gab jetzt das Update 2.5.2. Damit wurden einige kleine Änderungen vorgenommen, die vor allem hier, also ich glaube eigentlich nur die Bündnisse nochmal betreffen. Ich habe es mir gerade durchgelesen und ich habe es tatsächlich wieder vergessen. Es geht darum, dass man jetzt nicht mehr automatisch nicht Angriffspakte hat. Oder hat man die noch? Es geht auf jeden Fall darum, dass man keine, genau, dass man Verteidigungspakte hat und keine Bündnisse oder irgendwie sowas war das. Werden wir dann sehen im Laufe des Spiels. Gucken wir einfach mal nach. So, also hier sind wir noch dabei, das hier zu belagern, weil er hier unbedingt der Meinung war, Krieg gegen uns führen zu müssen. Deswegen belagern wir das jetzt hier und wir haben, ja, wir wollen die Armee eigentlich besiegen, aber er will ja hier nicht. Forderung erzwingen. Da kriegen wir noch ein bisschen Geld. Naja, gut. Und wir bekommen Prestige. Naja. Okay. Wir haben aber momentan eine sehr gute Bilanz. Ja, es passt ganz gut. Wir haben unseren Rat, haben wir den auch schon losgeschickt? Ja, hatten wir beim letzten Mal. Wir wollen ja hier mit dem König von England endlich mal einen, ja, Bündnis eingehen. Zumindest ein Pakt. Okay. Das kann erstmal wieder zu. Dann müssen wir mal schauen, dass wir hier das Ganze über die Bühne bringen. Und ich glaube, wir hatten auch schon Verbündete aus Frankreich, die uns helfen wollen. Pakte. Nieder-Huppoldinger. Nein, haben wir nicht. Moment, können wir denn hier mit ihm einen Nicht-Angriffspakt verhandeln? Ja. Machen wir zumindest mal das. Das hier müsste. Was ist denn das? Okay. Uns gehört ja noch das hier, Jülich und Würzburg. Also es gibt hier momentan den Kaiser und offenbar eine Art Gegenkaiser hier in Luxemburg. Was ist das hier? Wo ist das? Wäre da. Wäre da. Kaiser sitzt hier.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir die Pause raus und Geschwindigkeit mal ein bisschen rauf und dann ist mir noch einen Moment. Ah ja, an den guten König Iosen, eure Weisheit und Gnade sind legendär. Ich, König André von France, willige in den von euch vorgeschlagenen Nichtangriffspakt ein. Sehr gut. Und wartet mal, war das hier nicht alles. Moment, das hier ist alles Teil vom Reich gewesen. Ja gut. Vielleicht können wir ihn ja dazu überreden, Bündnis mit uns einzugehen. Ja, nicht schlecht, dann würde er uns vermutlich helfen. Wir belagern das Ganze hier noch. Ah, Moment, er ist doch schon da. Genau. Moment mal, bei siegreicher Belagerung wird der Kontrolleur von Roisson zum Königreich von France. Was? Das gehört uns. Das wird nicht nach Frankreich gehen, sondern nach Brest. Ja, okay. So, mit den Truppen ziehen wir hier oben hoch. Sehr gut. Er willigt ein in das Bündnis. Sehr gut. So, Moment, dann schauen wir uns nochmal das hier oben an. Hier unsere Truppen. Wir belagern hier weiterhin fleißig. Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt. Plus minus null. Sieht doch in Ordnung aus. Ja, unser Verbündeter, sehr gut. Ja, dann kann es erstmal so weitergehen. Ich hoffe, dass wir den Krieg hier oben bald beilegen können. Dass sich das hier schnell erledigt. Aber der wird gleich fliehen und wir müssen dann ja hinterher. Mein Lehnsherr, ich habe gute Neuigkeiten für meine Mission nach Borik. Sehr gut. Das ist ja mal so ein Problem, dass die da Ärger machen. Gerade wenn hier, ich gehe nochmal drauf. Also das hat man ja schon mehrfach gehabt. Na, da, nicht auf Cornwall, auf Militär. Dass wenn man gerade gewechselt hat, also wenn man eine Nachfolge hatte, dass hier die Beliebtheit nicht allzu groß ist und dass die vollen Truppen nicht zur Verfügung gestellt werden. Und das ist hier in Borek. Das müsste. Ich werde jetzt wahrscheinlich niemals wissen. Ich werde es immer wieder vergessen. Müsste aber eigentlich Logik sein. Gehe zu. Ja, genau. Und ich glaube, ich habe gerade gelesen, dass das unser Rivale ist. Euer Rivale. Oha, der mag uns überhaupt nicht. Minus 100. Geschenk schicken. Wenn wir ihm 18,7 schenken, dann erhöht das unsere seine Meinung über uns um 16. Ha. Titel entziehen. Moment mal. Schauen wir uns mal hier die Lage an. Rivale minus 100. Versuchter Mord minus 200. Ja, dann versuchen wir den erst recht umzubringen. Gehen wir nochmal eben auf Intrige. Das dauert mir auch noch ein bisschen zu lange. Bruder. Naja, okay. Den müssen wir aber auf jeden Fall dann nochmal umlegen irgendwann. Den müssen wir beseitigen. So, da geht jetzt weiter. Dann vermutlich irgendwo hier in die Richtung. Vielleicht nach Roisson. Wäre gar nicht mal schlecht. Dann würden die nämlich da aufgerieben werden. In Roisson. Ach jetzt, hä? Wie kann das? Wie kann er denn da durchfliehen? Na gut, versuchen wir dem bis nach Mortain zu folgen. Nein, er geht noch weiter nach Evreux. Ja. Im Vollrausch ließ Graf Anjut von Würzburg in einer hiesigen Schenke jedermann von meiner Verschwörung zum Graf Gudon von die Fett töten wissen. Ich hatte diese versoffene Quasselstrippe niemals in eine derart. Ach, ich hätte diese versoffene Quasselstrippe niemals in eine derart delikate Verschwörung einweihen sollen. Ja, mein Ruf ist ruiniert. Toll. Unser Bruder. Na gut, das ist ja auch der, den wir in. Ah, Moment. Graf Anjut, unser Sohn. Ah, ja toll. Na super. Das ist ja. Ja, super. Super Nachricht.
Also, wir haben noch einen Anspruch, den wir geltend machen können. Die Heubart, da haben wir aber noch den Frieden bis 45, 44, irgendwie sowas war das. Wo stand's denn gleich? Jetzt krieg ich's hier nicht angezeigt. Das steht hier nicht so wirklich. Ein Kriegsgrund kann angegeben werden. Moment. Ja, das machen wir natürlich jetzt noch nicht sofort. Das machen wir erst dann, wenn wir Titel gewähren. Kann ich Ossorian vertrauen? Na, besser nicht. Moment. Titel gewähren. Seine Meinung verbessert sich um 20 und eure Bedrohung um 0 sinkt. Naja. Nee, komm. Der. Sind ja nicht schon Land? Die beiden haben kein Land, okay. Möchte gerne einen Titel erringen. Gefährliche Fraktion, das hatten wir. 92,2%. Ja, Graf Well von Now Net. Ich ihn. Ich kann ihm hier nicht sagen, dass er das sein lassen soll. Für die Erklärung, Hanoflies verwenden diese Option als tyrannisch und mit euer Ansehen bei allen Vasallen. Ja, ist natürlich auch ungünstig. Das müssen wir aber auf jeden Fall irgendwie hinkriegen. Unser Agentenführer, der mag uns auch nicht. Das ist ja auch noch. Moment mal, dann geht das auch überhaupt nicht. Wir wollen ihn umbringen. Den Graf Udon von die Fett. Und unser eigener. Also er ist ja unser eigener Agentenführer. Das geht doch überhaupt gar nicht. Da müssen wir uns mal was anderes ausdenken. Wie kriegen wir den hier? So, Moment. Er will gegen uns. Ja, er will raus. Er hat eine schlechte Meinung von uns. Da müssen wir nochmal in den. Müssen wir in den Rat reinschauen und ihn mal austauschen. Agentenführer. Ja, dann nehmen wir eben. Naja, was wollen wir machen? Dann nehmen wir Samuel, den Bürgermeister von Ambon. Bürgermeister von Ambon. Und so aufgedeckt, Intrigen, der ist in die Fett, haben wir gesagt. Da, dann soll er da mal Arbeit leisten, dass sich das hier füllt. So. Hier, das ist jetzt also mal bei 3000, okay. Die Franzosen werden es gleich besetzen, das ist klar. Moment, wo hatten wir den Sieg? Wo hatten wir den Sieg? Hier hatten wir den Sieg. Ja, da hatten wir den Sieg. Dann können wir erstmal hier nach Leggen gehen. Ach, die sind jetzt im Defett. Gehen wir mal nach Defett direkt rüber. Oh, nach dem Autospeichern. Also wir gehen nach Defett und versuchen diese Armee endlich zu vernichten. Mein Fürst, ich denke, dass wir mit den nötigen Druckmitteln einen eurer Vasallen von der Teilnahme an Verschwörungen abhalten können. Wie wünscht ihr nun weiter zu verfahren? Den Vasallen bedrohen? Wir wünschen momentan nichts zu unternehmen. Ist natürlich nicht schlecht. Suchen wir ihn zu bedrohen. Ich denke mal, dass wir doch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ihr revoltiert. Kann ich mir vorstellen. Bitte um eure Vergebung, falls ich euer Missfallen erregt haben sollte. Natürlich würde ich mich nicht in meinem Traum einer Verschwörung gegen euch und eure erleuchtete Herrschaft anschließen. Sehr gut. Damit dürfte das jetzt auf jeden Fall schon mal. Moment. Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann hat sich das doch erstmal erledigt. So, Geschwister. Ist das. Udon, der mag uns immer noch nicht. Versuchte Mord minus 200, klar. Aus dem Rad geworfen, minus 15. Wir müssen den auf jeden Fall auch noch erledigen, aber wir müssen erstmal gucken, dass wir, ja, genau. Ja, wir sind so unbeliebt momentan, weil wir so neu sind. Wie ist das mit ihm? Ein
92,6. Der ist in Naunet. Das ist immer noch der Graf. Oh, Wilmo, ist der Sohn von diesem einen, von dem wir das mal erobert haben. Vielleicht können wir da unseren Agentenführer demnächst mal hinschicken. Ist der das dann da mal erledigt? Gucken wir mal, dass wir das jetzt hier in die Fett erledigen. Dass wir da rüberkommen. Ist auch ungewöhnlich jetzt. Das haben wir auch noch nie gehabt. Glaube ich. Zwei Kriegsschauplätze gleichzeitig. Ah, schaffen wir das hier? Ja, Sieg. Eine Pause. Nähe von Siegfuss. Okay, und dann gehen wir natürlich wieder hinterher. Denke mal, wo will er hin? Wir gehen nach Suri. Können dann immer noch hier nach Umumain überwechseln. Und da will er hin. Aber wir gehen erstmal nach Osori. Sind dann gleich da. Und dann mein Lehnsherr. Ich habe gute Neuigkeiten aus Boarek. Boa, na, kriegen wir das hier mal hin? So, Boarek, das ist immer noch der. Und der mag uns immer noch nicht. Ja. Okay. Ab nach Mumu. Und wir haben, können ihm hier Frieden anbieten. Na, er will den Frieden nicht annehmen. Also das haben wir hier bereits besetzt. Machen wir das noch. Ziehen wir hier mit den 2000 Mann darüber. Okay. Da hinten kommen die 400 von Konugan. Konugan kommen die da wieder an. Eine Nachricht über Verlöbnis arrangieren wurde von Matrafal erhalten. Ach, hier wieder die aus Galizien. Seid geehrt, Schwager. Eure Weisheit und Gnade sind legendär. Wir schlagen vor, dass Prinz Artwis von Galizien und Tibursch von Morgen verlobt werden sollen. Kann ich mit ihm nicht Angriffspakt verhandeln? Naja, dann nehmen wir das mal an. Vielleicht akzeptiert er dann unser Nicht-Angriffspakt. Kann ja nicht schaden, den zu haben. Der ist von Galizien, also sprich hier. Genau, da haben wir ihn. Ja, wollen wir noch mal sehen. Mein Lehnsherr, es schmerzt mich, euch dies zu berichten, aber in eurem Reich gibt es einen Verräter. Dieses faule Ei führt eine Verschwörung zu eurem Sturz. Ich füge die erdrückenden Beweise diesem Schreiben bei. Marschall führt mit den Verräter, was? Marschall führt mir den Verräter vor. Das ist er. Beweise, dies ist Unsinn. Ja. Wir wissen ja, dass er. Ja. Der wird eingekerkert. Ich hoffe, das geht. Ist der Tür du Valon jetzt eingekerkert? Da muss ich jetzt unbedingt sofort nachgucken. Da haben wir ihn. Im Kerker. Moment, da war noch einer im Kerker. Laurent de Rouen. Zu Loginec. Der mag uns auch nicht. Rivale, versuchter Mord. Ins Verlies werfen. Aber sicher. Und den anderen werfen wir auch ins Verlies. Den, ach, guck an, Mürkat haben wir auch. Warum mag er uns nicht? Weil er inhaftiert ist, vor allem. Fremder Eroberer. Das war doch der, ach, Kilkenny. Ja, das war hier hinten, da. Sorry. Dann haben wir noch ihn, Laurent de Rouen. Ne, das war, doch, genau, den. Den haben wir gerade in den Kerker geworfen. Oder ins Verlies, genau. Super. Titel entziehen. Wie geht das hier? Zu entziehen einen Titel auswählen. Der Entzug eines Titels verschlechtert Bischof Laurence Manu über euch. Wenn ihr keinen Anspruch auf den Titel habt oder eure Kronenautorität nicht hoch genug ist, wird dies euer Prestige kosten und eure Vasallen verärgern. Ich klicke das mal an. 25 Prestige.
Lassen wir das. Das ist ja sowieso so ein Erbtitel. Es geht ja hier um das Bistum. Lassen wir das. Aber können wir ihn hinrichten? Nein, können wir nicht. Dann müssen wir den erstmal im Kerker versauern lassen. Endelion Lyon? Wer war das? Wer war denn das? Ach, von Domnonia. Ja, die war ja auch ganz schön rebellisch. Der hat ja doch einen Aufstand angeführt. Okay. Passt erstmal soweit. Die sind da. Dann können wir nochmal hier rüber gehen. Das erstmal belagern. So, die Fett haben wir jetzt, glaube ich, erledigt, oder? Nein, das ist immer noch. Ach, er hat sich versteckt. Ach, er versteckt sich. Udon versteckt sich. Okay. Dann wird es schwierig, den zu finden. Denn unser. Moment, dann ist der wieder bereit, der Agentenführer. Am 16. Juni. Dann werden wir den woanders hinschicken. Am 16. Juni. Mal kurz bei Technologie reinschauen. Wir können unsere Kavallerie verbessern. Jo, das machen wir auch. Okay. So, das hier sieht soweit in Ordnung aus. Hier sind die Franzosen zur Unterstützung. Ich werde mit Kanzler Graf Anjut immer ungeduldiger. Seine Faulheit lässt ihn riesigen Aufwand treiben, um tatsächliche Arbeit zu vermeiden. Kanzler Graf Anjut eine Standpauke halten oder ich gebe ihm noch eine letzte Chance, sich am Riemen zu reißen. Kann ich hier sehen? Ich selbst erhalte die Eigenschaft faul? Wir führen mit ihm ein ernstes Gespräch unter Männern. Bitte was? Wir haben ein ernstes Gespräch geführt. Moment, ihr habt einen neuen Erben. Sollte euer Charakter nun sterben, werdet ihr fortan als Herrenhuren-Werk Morgen weiterspielen. Moment. Bastion ist nicht mehr Verwalter für König Morgen der Zweite. König Yosin hat sich aus der Welt zurückgezogen. Im Alter von 48 starb er an Lepra im Endstadium. Bitte was? Wir hatten Lepra? Wieso hatten wir Lepra? Seit wann hatten wir das denn? Das ist ja schrecklich. Aber wir haben zum Glück nichts verloren. Wir hatten ja hier keine Ländereien, die wir hätten verlieren können. 48, da hat er ja jetzt vielleicht ein, maximal 2 Jahre regiert. Unglaublich. Das ist ja ein Ding. Oh Mann. Ja, so sei es, können wir nur klicken. Und natürlich Pause erstmal machen. Und dann mal schauen, ob sich hier irgendwie auf der Karte was negativ geändert hat. Nein, das ist alles noch wie bisher. Oha. Oha. Warum haben wir denn hier so viel Blick? Dann gehört uns doch gar nichts. Komisch. Haben wir da einen Verbündeten, der uns irgendwie Sicht darauf gibt? Ich weiß es nicht. Ja, kann sein. Da müssen wir dann mal schauen, dass wir uns die dann mal genauer anschauen, die Leute hier. Ja, interessant. Wir sind wieder mal gestorben. Und diesmal schneller als beim letzten Mal. Hier sind wieder Plünderer unterwegs. Da müssen wir uns auch mal darauf vorbereiten. Vielleicht kommen die bei uns vorbei und wollen dann auch mal plündern. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle erstmal eine Pause. Ja. Und ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Interessant wird es jetzt auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.